Wenn Sie Bauunternehmer sind oder Inhaber eines Ingenieurbüros und im Internet präsent sind, sei es mit einer Webseite, mit Social Media Profilen und auch noch mit Hilfe dieser Webseite oder dieser Präsenz Mitarbeiter oder Kunden suchen, dann müssen Sie unbedingt den Datenschutz beachten. Was genau dabei zu beachten ist, erkläre ich Ihnen gleich in diesem Video. Deshalb bleiben Sie dran. Viele meiner Kunden haben natürlich, oder ich glaube fast alle nicht, ich glaube, ich hatte mal einen Kunden ohne Webseite, aber fast alle haben ja eine Webseite und die meisten inzwischen auch Social Media Profile. Und viele fragen mich natürlich, was ist denn mit Datenschutz generell? Ne? Also Datenschutz ist ja ein großes Thema und wir haben ja hier in Deutschland die sogenannte DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, an die wir uns halten müssen, die ja eine EU-Richtlinie ist, also an die sich alle Europäer halten müssen. Und trotzdem gibt es immer wieder Firmen, die sich nicht daran halten wegen Unwissenheit. Und der ein oder andere hat schon mal vielleicht die böse Erfahrung gemacht, dass er abgemahnt worden ist von irgendeinem Rechtsanwalt, der darauf spezialisiert ist. Das wollen wir natürlich vermeiden. Oder auch Kunden haben sich beschwert, weil irgendwas mit dem Datenschutz nicht passte. Oder Bewerber, die sich vielleicht über die Webseite beworben haben. Und ich möchte Ihnen heute die drei wichtigsten Kriterien hier mal auf den Weg geben oder Sachverhalte, die Sie ganz einfach beachten können, wo Sie schon mal so eine grundsätzliche Datenschutzeinhaltung haben, die Ihnen auf jeden Fall so das Fundament gibt, dass erstmal nichts Schlimmes passieren kann, die Sie aber auf jeden Fall beachten sollten, die Sie haben müssen. Also das ist wirklich Minimum, was ich Ihnen jetzt hier sage. Ja? Man kann viel, viel mehr machen, aber das sollten Sie mindestens haben, wenn Sie irgendeine Präsenz im Internet haben. Ne? Egal ob Webseite oder Facebook oder Insta, Xing, LinkedIn, egal. Aber das sollten Sie auf jeden Fall haben. Das allererste. Und das haben immer noch viele Firmen nicht. Also teilweise auch, ich habe es auch gesehen, schon bei staatlichen Firmen. Also wir nutzen zum Beispiel so einen Rechner, womit man das Rentenalter für Mitarbeiter tracken kann, beziehungsweise errechnen kann, damit man weiß, wann brauche ich wie viele neue Mitarbeiter, wann muss ich die einarbeiten, wann gehen jetzt Kollegen in Urlaub, in Rente. Und diese Seite ist nicht, hat, erfüllt nicht diese Kriterien. Und welche das sind, sage ich Ihnen jetzt. Und das erste Kriterium ist eben die sogenannte SSL-Verschlüsselung. Das hört sich jetzt ein bisschen kryptisch an. Das heißt aber, dass Ihre Domain, Ihre Webseite diese Verschlüsselung haben muss. Und das erkennen Sie ganz einfach, indem Sie sehen, dass der Anfang der Webseite HTTPS hat. Also dieses S muss der haben. Und dann meistens gibt es ja dann ein Doppelpunkt und zweimal Slash. Aber es gibt noch ganz viele Webseiten, die nur HTTP haben, ohne das S. Und das S steht eben für SSL-Verschlüsselung. Das heißt, die ist besonders sicher, die kann nicht so schnell gehackt werden oder Daten können nicht von dieser Webseite abgezogen werden oder diese Webseite kann keine Daten ziehen. Und das müssen Sie mindestens haben. Das ist das absolute Minimum. Ja, wenn Sie das nicht haben, wenn Sie sich Ihre Webseite angucken und Sie sehen, da steht nur HTTP, also hört hier auf quasi. Dann sofort Ihren Administrator anrufen, der Ihre Webseite macht, sagt, pass auf, mach mir noch das S hin. Das ist teilweise auch kostenlos. Vielleicht kostet es 5 € im Monat, aber viele Anbieter bieten das auch kostenlos an, so einen grundsätzlichen Schutz und so eine grundsätzliche SSL, Einrichtung. Da ist also nur das S als einziges Element noch zusätzlich zu sehen und schon sind Sie sicher und können nicht abgemahnt werden oder auch Sie werden dann teilweise bei Google auch nicht ausgespielt, wenn man Sie sucht, wenn jetzt dieses S nicht drin ist oder auch auf modernen Handys. Die schützen die Nutzer auch, indem sie die Seiten, die kein S haben, gar nicht ausspielen oder halt nicht so schnell oder langsamer oder eben darauf hinweisen, dass die Seite nicht sicher ist. Dann sehen Sie es oben in diesem Browserfenster nicht sicher. Ne? Und meistens ist der Grund, dass eben da die SSL-Verschlüsselung fehlt. Also unbedingt darauf achten, dass eine SSL-Verschlüsselung in der Seite enthalten ist. Ist nicht großer Aufwand. Also jeder Webdesigner kann das mit 2 Klicks machen. Also unbedingt selber darauf achten, dass der das auch gemacht hat. Nummer zwei ist ein sogenannter Cookie-Banner. Ein Cookie-Banner. Den kennen Sie auch alle. Immer wenn Sie eine Webseite aufmachen, erscheint ja immer so ein kleiner Bildschirm, wo drin steht, ja, akzeptieren Sie
dass wir Daten sammeln, dass wir Cookies verwenden und dass wir die DSGVO einhalten. Also es wird ja dann so ein bisschen verschlüsselt teilweise, so nach dem Motto, ja hier, wir halten die Datennutz ein, bitte bestätigen Sie. Ne? Aber in Wirklichkeit sammeln die natürlich Daten. Die sammeln Daten, dass Sie auf dieser Webseite waren, die sammeln Daten, dass Sie ein Besucher sind, wie lange Sie da waren, aus welcher Region Sie kommen. Und das ist heutzutage ganz normal, da können Sie sich gar nicht verschützen, weil das fast jeder macht. Aber Sie müssen es halt aktiv zustimmen als Nutzer, als wenn Sie jetzt eine Webseite suchen und jeder hat diesen Cookie-Banner. Aber Sie sollten ihn auch haben auf Ihrer Webseite, denn wenn Sie den nicht haben und Sie haben irgendwas, womit Sie noch Daten sammeln, auch ein einfaches Kontaktformular reicht. Manche sagen sogar, wenn Sie eine Telefonnummer veröffentlichen oder eine E-Mail, dann kann der schon Kontakt mit Ihnen aufnehmen und Daten sammeln und dann müssen Sie diesen Cookie-Banner haben. Nämlich Sie weisen damit darauf hin, dass Sie Daten sammeln und sich gemäß der DSGVO diese Daten sicher verwahren und auch dem Kunden oder mit Bewerber oder wer auch immer auf Ihre Webseite kommt, offen kommunizieren können, wie die Daten gesammelt werden und wo sie die lagern, also auf welchem Server und so weiter. Also das ist alles sehr, sehr kompliziert, aber es ist trotzdem einfach, diesen Cookie-Banner einzurichten. Also wenn Sie einen Cookie-Banner nicht haben, machen Sie den. Das ist das Zweitwichtigste. Also das müssen Sie auf jeden Fall haben. Der hier ist aber genauso wichtig, denn wenn Sie den nicht haben, können Sie auch abgemahnt werden, weil das heute Pflicht ist, weil jede Seite in irgendeiner Form irgendwie Daten sammelt. Also zweiter Punkt, Cookie-Banner. Dann dritter Punkt, was auch einige nicht haben, also das habe ich noch am seltensten gesehen, dass es fehlt. Es ist aber von der Rangfolge her, sage ich mal, das Unwichtigste, aber es muss auch da sein. Und zwar das sind das Impressum und die Datenschutzerklärung. Ich schreibe mal Datenschutzerk. So, ich hoffe, das kann man einigermaßen lernen. Sie wissen ja, was gemeint ist, die Datenschutzerklärung. Na, also das muss auf jeden Fall auch drin sein auf Ihrer Webseite, auch auf Ihren Facebook-Seiten oder anderen Social-Media-Seiten. Die fragen die dann auch ab, wenn Sie die zum ersten Mal einrichten. Hier bitte Impressum und Datenschutz einrichten oder verlinken. Na, also das müssen Sie auf jeden Fall auch haben. Zwingend ein Impressum und eine Datenschutzerklärung, weil das kostet dann auch richtig Geld, wenn da irgendwelche Anwälte Sie abmahnen oder sogar Verbraucherschutzzentralen, wenn Sie eine große Firma sind, Sie haben es nicht oder nicht richtig, können Sie da auch für in die Haftung nehmen. Also da auch aufpassen, dass Sie da unbedingt auf Ihrer Webseite unten so einen Link haben, Impressum und Link Datenschutz, und dass die Daten aktuell sind, auch ganz wichtig. Ich habe ganz oft erlebt, dass Impressum noch ein Geschäftsführer stand, der schon vor 50 Jahren verstorben ist. Okay, da gab es noch kein Internet. Aber vor 5 oder 10 oder rausgeschieden ist. Und der war aber der Verantwortliche für die Webseite. Die gab es aber nicht mehr. Ne? Also unbedingt das auch beachten. Ne? Impressum und Datenschutz. Und wenn Sie die drei Sachen einhalten, dann haben Sie auf jeden Fall schon mal so die Grundlage und das Grundprinzip der Datensicherheit des Datenschutzes in Deutschland erfüllt. Ne? Darüber hinaus gibt es noch ganz viele Kleinigkeiten und Ergänzungen, die Sie auch noch beachten sollten. Die werde ich auch in einem späteren Video mal vorstellen. Aber jetzt für den Anfang ist das hier das aller Wichtigste. Ne? Das unbedingt einhalten, wenn Sie eine Webseite haben, wenn Sie auf Social Media sind, egal mit welchem Zweck, ob nur als Visitenkarte, ob nur um Kunden zu zeigen, welche Projekte sie haben oder auch um mit Hilfe der Webseite oder von Social Media Mitarbeiter zu gewinnen oder sogar Kunden zu gewinnen. Ist ja heutzutage alles möglich. Das beachten. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen oder ich das mal für Sie kostenlos checken soll, melden Sie sich bei mir, rufen Sie mich an. Unter diesem Video finden Sie meine Webseite www.miosic-consulting. Da ist natürlich alles drauf, können Sie checken. Und tragen Sie sich für einen kostenlosen Termin mit mir ein und ich kann Sie da beraten, was da auf jeden Fall noch gemacht werden kann oder ob alles so passt, wie es bei Ihnen ist. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Ihr Marco Miosic. Bis dann. Ciao.